Hallo und herzlich willkommen heute zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit dem T49, eingeschickt von Me109K4. Und ich freue mich immer besonders, diesen Panzer zu zeigen, diesen kleinen, leichten KV-2 kann man schon fast sagen, weil mit dieser Stummelkanone, da bringt er ordentlich Spaß mit sich. Und ja, das ist doch das Hauptsache, dass man Spaß bei World of Tanks hat. Von dem her bin ich gespannt, was ihr reißt. Und er fahrt erstmal zu der Position, die ich von der Seite auch immer gern mal anfahre. Weil da kann man schön spotten. Da sieht man den Gegner gut, wenn er kreuzt und kann dann da schön beschießen. Und genau das könnte jetzt schon gleich passieren. Er macht nämlich den T34 auf. Aber Gott sei Dank für den T34 hat er nicht das an Schaden ausgespuckt, zu was er eigentlich in der Lage ist. If we win this, I will suck my dick. Ja, das könnte natürlich spannend sein. Oh, Challenger. Challenger ist ja ein tolles Ziel. Ja, Challenger ist ein grandioses Ziel. Tschüss, Challenger. Uhu, schreibt er da. Also ja, das ist natürlich eine fiese Nummer. Der arme Challenger, tut einem da irgendwie leid. Aber natürlich ist ein 900er Hit von dem leichten Panzer einfach jedes Mal eine Sensation und ist immer wieder schön zu zeigen. Er schreibt auch noch, ja. Kein Flame, kein Diss, alles gut. Wer weiß selber, das kann passieren. Und er schreibt sogar Lucky Shot, obwohl wir alle gesehen haben, das war kein Lucky Shot. Also er will ihn nicht mal hier dissen. Superschön, so soll es sein. So, jetzt kommt da der Tiger. Und auch den zündet er sogar an. Und er hat keinen Feuerlöscher. Der brennt ordentlich. 600, 700, 800 Schaden. Also, ja. Das war sehr unangenehm für den Tiger. Und warum er hier kein Feuerlöscher hat, das ist natürlich die Frage der Fragen. Für ihn selber war das sensationell. So hat er mit zwei Treffern, aber in Summe schon, was hat er, 900 hier, 800 da, 1700 Schaden gemacht. Plus jetzt nochmal die 200-300er. Also, super Anfang, muss man sagen. Da macht es doch richtig Spaß, wenn man in dem Panzer sitzt. So, der KV-4 kommt jetzt da in seine Richtung. Na, da konnte er nicht so einämmen, wie er wollte natürlich, weil Panzerung ist gleich 0 und dementsprechend sollte man da nicht zu lange verweilen, wenn ein Panzer einen böse anschaut. Und dann klappt halt natürlich der Schuss auch nicht immer, ganz klar. So, und jetzt hat er wieder den KV-4 im Visier, aber leider daneben. Man hat auch wieder hier gesehen, er ist aufgegangen und Gegner hat auch noch zwei Artis. Also gerade da sollte man tunlichst vermeiden, zu lange an der gleichen Position zu stehen. So, geht wieder auf. Wie gesagt, er muss da einfach aufpassen, weil man fühlt sich so lange sicher und auf einmal passiert es dann auch schon. So, der KV-4. Ganz, ganz, ganz schwieriger Schuss, muss man sagen. Er geht auch die ganze Zeit auf. Ist sehr unangenehm, muss ich ehrlicherweise gestehen. Also da verstehe ich, wenn man da nicht so aggressiv mehr spielt. Macht er schon richtig. So, den IR-6, den müsste er mal langsam wegbekommen. Weil der ist natürlich auch einer, der ihn die ganze Zeit aufmacht. Jetzt kann er hier in Ruhe einämmen und ihn oben dann, wollte ich gerade sagen, auf den Helm schießen, aber das ist nicht mehr nötig. Der ist weg. Und jetzt vielleicht mal den KV-4 anfahren, umfahren und von hinten mal reinhalten. Er hat von hinten reinhalten gesagt. Auto-Aim ist drin. Jetzt kommt er seitlich ran. Ah, leider nicht den Damage, den er braucht, aber er ist schnell genug, sollte also hier den gut umfahren können, ohne dass er da jetzt Schaden bekommt. Macht er jetzt schön. So, jetzt fahrt der KV-4 danach, aber bringt ihm jetzt auch nicht viel. Jetzt hat der T-34 allerdings von vorne in den Fahrer rausgehauen. Oh, hier, der war gar nichts. Natürlich der T-49 einer, der etwas länger für das Thema Nachladen braucht. Also da sollte man nicht unbedingt warten und in der Nähe vom Gegner stehen bleiben, wenn man nachlädt. Ganz im Gegenteil.
So, jetzt. Vielleicht schnappt er sich ja jetzt den T-34, der ihn ja gerade eine Stelle gegeben hat. Und revanchiert sich da mal ein bisschen. So, da ist er auch schon. Auto-Aim ist drin. Und jetzt hinten rein, aber auch da. Man sieht halt, bei Panzern, die ein bisschen bessere Panzerung haben, ist halt das Thema HE nicht immer so toll. So, und jetzt, ich weiß nicht, was der T-34 da überhaupt macht, aber auf jeden Fall hat er gleich nachgeladen. Und zwar jetzt, ja, und 277, das kriegt man immer gut weg. Kleiner Jump, wieder hier ein bisschen weg von den Artis, und da kommt der Ruh. Ruh ist ein tolles Ziel. Ruh scheint, ist Ruh AFK? Ich weiß nicht, was der Ruh ist AFK, ja, scheinbar ist er rausgegangen oder so. Auf jeden Fall, das dürfte ein One-Shot werden. Ja. Der ist dann recht schnell, recht gut weg von hinten, den Ruh mit so einer Kelle. Da passiert es ganz, ganz, ganz schnell. So, jetzt hat er da gleich den GW Panther vor sich. Hat er schon geschossen. Ist jetzt offen. Und da nimmt er ihn noch die letzten paar Hitpoints. Da gab es ja davor schon den Schuss, aber gut gemacht, lang gewartet. Da nicht zu hektisch werden, sondern warten, bis wirklich die Kanone so weit ist, dass man sagen kann, okay, guten Gewissens kann ich da jetzt mal draufhalten. Er macht auch immer schön langen Bogen, um da dem Gegner, besonders der Arti, es etwas schwerer zu machen. Und nicht den nächsten, kürzesten Weg, den die Arti auch vielleicht sogar vermutet, zu wählen. So, T29. Sehr schwierig zu sehen, wo er sich gerade befindet, weil er einfach irgendwie nicht drauf kommt. Deswegen denkt er natürlich, okay, genug davon, ich fahre wieder mal drauf. Und da kommen jetzt ansonsten aber ganz schön unangenehme Dinger. Der E75 ist noch vorhanden. Der Typ 4 schwer ist noch da. Ja gut, und die Arti, die kann man rausnehmen. Ah, da hat man gesehen, der hat nicht getroffen. Jetzt orientiert er sich scheinbar Richtung... Ne, er bleibt weiterhin auf den T29. Ich habe gedacht, vielleicht fahrt er Richtung Basis, aber nee, das macht er dann doch nicht. Sondern er will jetzt definitiv den T29 noch eine verpassen. Ja. Kritischer Schaden, bisschen Damage gemacht, aber in der Form noch so, dass man sagen kann, ja, da ginge mehr. Schade, dass er ihn auch nicht angezündet hat. So, die nächste Granate im Rohr. Jetzt fährt der T49 scheinbar drauf. Und da sieht er den E75. Jetzt ist er offen. Aber der E75 realisiert das gefühlt noch gar nicht so. Und das sollte der Killshot werden. Genauso ist es auch. Und der T29 macht jetzt hier nicht clever. Fährt jetzt da auf drei Panzer drauf. Und hat von der Seite auch noch den T49. Also da hätte er mal oben auf seiner Position lieber stehen bleiben sollen. So, wieder einer seitlich. Und jetzt ist der Type da im Cap. Die Arti ploppt neben ihm auf. 4 Kills hat er. 2 Kills bräuchte er noch für das Erreichen des Kriegers. Ey, Entschuldigung. Einen Kill braucht er noch. My bad. Und das ist natürlich mit der Arti hier die perfekte Vorlage. So, ja, wird gleich umfahren. Wird gar nicht lang rumgetan. Oh, da bleibt er ein bisschen doof hängen. Aber er hat noch genug Zeit. Und hier nimmt er den raus. Und ansonsten wird das Match jetzt hier durch den Cap gewonnen. Ja, war eine schöne Runde mit wirklich tollen Hits dabei. Gefällt mir nach wie vor immer wieder gut, diese Trollkanone in Aktion zu sehen. Über 5000 Schaden, um genau zu sein, 5005, hat auch noch 1700 unterstützt, also hat wirklich eine super Runde eingefahren. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal, Daumen hoch, Kommentar und natürlich Abo immer gern gesehen. Ich freue mich über jeden von euch. Bis bald, euer Alcaramba.